Was geht? Herzlich willkommen bei uns bei den Snooze Lovers. Jawohl. Genau. Heute wirklich ein interessantes Thema. Auf jeden Fall. Hat sich ein bisschen was getan. Richtig. In der Nikotin-Pouches-Welt. Also wenn wir die Teile bald wieder bei uns im Kiosk finden, werden wir sehen. Bleibt dran. Also das ist ja eine spannende Frage, ja, die seit geraumer Zeit so ein bisschen in der Luft hängt. Vor allem, man bekommt eigentlich gar nicht so viel davon mit. Wir haben da natürlich hier jemand so ein bisschen zwischen Politik und... Also der beste Mann eigentlich für solche Fragen. Ja, den wir hier nicht nennen dürfen, aber... Die News sind auf jeden Fall am Start. Mhm. Die Folge wird präsentiert von kautabak24.de. Genau, da gibt es gerade eine riesige Rabattaktion. Ich glaube, bis zu 20% auf der Seite. Und der Clou ist, der Oberclou, Lars, mit unserem Code, mit snooselovers10, gibt es nochmal 10% on top. So, also nicht wie bei irgendwelchen Seiten, wo das dann erzählt, sondern es summiert sich, genau. Dann gibt man 30% zusammen. Das ist geil. Also, ein Burner. Auch wenn du voll bedient bist mit deinem Krust, geh nochmal drauf und guck, was es da gibt. Ich glaube, es lohnt sich. So sieht's aus. Lass ich glaube, wir müssen, von ganz, ganz vorne anfangen. Mhm. Also ich hole euch mal ab. Und zwar dieses Verbot von den Nikopods. Ja? Genau, also wir sind bei Zellulosefüllung mit Nikotin versehen. Genau. Also kein Tabakhaltiger. Das Ganze hat angefangen 2020, ja, als die Politik einen Riegel davor geschlossen hat, aus dem Grund, weil es einfach Lebensmittel waren, wenn du das in den Mundraum bewegst, was... Also sie haben es als Lebensmittel betitelt. Deklariert, genau. Das war 2020 die Meinung von der Politik. Wir nennen das jetzt Lebensmittel. Genau. Warum darf man es nicht als Lebensmittel rausbringen? Wegen dem Nikotingehalt. Genau. So, du hast Nikotin. Oder zum Verzehr geeignet. Genau. Es ist uns auch ein bisschen, warum man das als Lebensmittel betitelt, das macht eigentlich keinen Sinn. Richtig. Und da die Teile halt Nikotin haben, darf man es halt immer verkaufen in Deutschland. Was ich krass finde, wenn du die Zahl dir mal gibst, 2020 haben sie es verboten. Mhm. Also wie lange wir noch bei uns an unserem Home-Tankstelle Tankwart vorbeigegangen sind und haben uns da die Pouches zugegeben. Ich glaube, die Rechte durfte es ja noch leer verkaufen, so mehr oder weniger. Das war ja Ende 2021 eigentlich fast. Ja, also das wurde ja auch viel Schmuck getrieben, glaube ich, mit unter der Ladetheke. Aber da waren wir dann immer froh, wenn man noch was gekriegt hat. So muss man ja auch sagen. So sieht's aus. Richtig. Ja, auf jeden Fall kam danach der Riesenaufstand von der Hersteller, die sich das Ganze nicht bieten lassen wollte. Das ist klar, da bleibt echt viel Kohle auf der Strecke, muss man einfach sagen. Da sind wir auch schon beim Thema. Ja. Deshalb passt das im Staat auch nicht. Es sind keine Steuergelder damit verdient worden. Richtig. Weil es einfach nicht reguliert wird, das Ganze. Ich denke auch, das war einer der größten Punkte, warum sie da einfach sagen, ey, das müssen wir jetzt mal unter die Lupe nehmen. Mhm. Da müssen wir mal einen Riegel davor schlagen. Wir brauchen die Steuereinnahme. Ja, und natürlich auch die Studie dazu, was es einfach gesundheitlich macht. Genau. Daher haben die Hersteller vorgeschlagen, wie sieht es aus, können wir das nicht regulieren? Macht doch da mal was, macht eine Studie. Ja. Und tatsächlich ist was passiert. Richtig. Der deutsche Staat hat das Bundesamt für Risikobewertung. Ja. Nee, wie heißt es? Bundesamt für Risikoforschung. Für Risikoforschung, richtig. Genau. Beauftragt, da einfach mal eine Studie drüber zu machen. Genau. Die Studie ist fertig, erledigt. Natürlich. Noch nicht veröffentlicht. Noch nicht veröffentlicht, aber sie ist abgeschlossen. Und natürlich guckt man da auch immer, wenn du eine Studie machst, dass das sehr kritisch ist. Also die beleuchtet alles, ja. So sieht's aus. Ja, jetzt gibt es einen kleinen Auszug schon von dieser Studie. Ja, in einem Fachjournal, der sich auch relativ kritisch mit Nikotin, mit Tabak auseinandersetzt. Wir verlinken es euch gerade mal unten rein, könnt ihr euch mal den Artikel durchlesen. Richtig. Und das Grandiose dran ist... Eigentlich das, was auch die Hersteller sich wünschen, dass man das ganze Thema reguliert. Also, dass man da gewissenhafte, klare Regeln, einen Fahrplan strickt. Genau. Haben die von der Studie natürlich auch gesagt. Und das ist so ein Punkt, wo das ganz interessant wird. Also das schlagen die jetzt im deutschen Bundesamt das, vor. Genau. Oder demjenigen Ministerium davon. Genau, richtig. Und dieses Ministerium diskutiert jetzt darüber, ob sie diesen Vorschlag annehmen, wie sie es umsetzen können. Ja. Ganz klar zu der Regulierung gehören diese Aufdrucke, was man auf manche Dose hat, auf manche nicht. Genau. Richtig. Dazu gehört... einfach eine Prävention dagegen machen. So das heißt, Aufklärungsarbeit, die Steuer natürlich auch, dass man das mit ins Boot nimmt. Genau die Dinge eigentlich, wo Sinn machen. Ja, und auch der Jugendschutz einfach ganz nachzuverfolgen, dass die Teile nicht unter 18 rausgehen. Richtig.
Vielleicht auch wie beim Tabak nachher, dass es keine öffentliche Werbung dafür oder im Fernsehen geben darf. Ja. Also das haben wir ja alle gesehen, dass wirklich mit Nikotin-Pouches richtig krass geworben wurde. Ja. Wie du ja. immer sagst, mit diesen Kaugummi-Verpackungen da, dass man da vielleicht auch richtig. Sagt. Richtig, genau solche Punkte, so. Ja. Gehören da dazu. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich das alles mir so durchlese und anhöre, dann habe ich ein sehr gutes Gefühl. Auf der einen Seite, weil ich denke, wenn die Hersteller mit dem gleichen Werbe oder einen Wunsch haben oder äußern, damit man das richtig angeht, das Problem. Und die Studie, wo natürlich die Regierung da viel Wert drauf legt, mit dem Glitzergleiche kommt, dann ist das schon mal was richtig Gutes. Ich glaube aber, dass wir es nicht so schnell sehen, wie wir es uns jetzt alle wünschen. Genau, da kommen wir zum Thema. Ja. Und zwar unser Mann, der hier sitzt zwischen Lobby und zwischen Hersteller, der hat uns noch die Info gegeben, also wenn das Ganze durchgehen sollte, wenn sich die Bundesregierung darauf einigt, es gibt einen Startschuss und ab diesem Startschuss sind es dann etwa nochmal 9 Monate, bis so ein Gesetzesentwurf dann nachher durch ist. Genau. Und die Zeit vergeht auf jeden Fall noch. Das heißt, dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts mehr. Wird es in Deutschland vermutlich nichts mehr, genau. Nee. So sieht es aus. Richtig. Aber wir haben wirklich Hoffnung, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke, das Gute ist, man kriegt es natürlich im Online-Shop. Kannst du das nach wie vor ordern. Wir sind nicht auf dem leeren Dösle sitzen geblieben. So sieht es aus. Aber es ist natürlich schon einfacher und auch, finde ich, geiler, wenn du eine Kultur hast, wo du einfach in den Laden reingehst, dir das am Regal anguckst, dir das ziehst und gleich konsumieren kannst. So sieht's aus. Und das sollte mal wieder kommen. Ihr könnt euch natürlich mal die Studie durchlesen, wo dieses Bundesamt für Risikoforschung unternommen hat. Es ist wirklich interessant, es ist ein sehr spezifischer Ausdruck jetzt. Also, auf jeden Fall. Da muss man sich schon konzentrieren, aber es ist wirklich interessant, würde ich sagen. Und natürlich von so einer Regulierung, da hat auch unser deutsches Bundesland was davon, oder die Bundesländer auch noch an sich. Genau. Wir haben eine Harm Reduction, das heißt eine Risikominimierung vom Tabak. Ja. Und wir haben halt noch die Steuereinnahme. Genau, das sind die zwei. Oder haben wir nicht, ja, der Staat. Ja, leider nicht. Ne? Das sind, glaube ich, auch die zwei großen Punkte, wo ganz wichtig sind bei der ganzen Sache. Also ich hoffe, wir konnten aufklären. Ja, wir waren jetzt ein bisschen sehr durcheinander, weil wir hier hinten von unserer Tafel ablesen mussten, aber uns war sehr wichtig hier einfach Fakte, wie sie schwarz auf weiß stehen, und euch das vorzutragen. Genau, und das könnt ihr uns glauben. Das sind auf jeden Fall richtige Fakte aus einer sicheren Quelle. Ob es jetzt was wird, wissen wir natürlich nicht. Das liegt alles in der Schwebe, aber es sieht ganz gut aus. Richtig. Alle Richtungen führen nach Rom. Also wir hoffen alle, dass wir bald wieder Döschen aus dem Regal kriegen. So sieht's aus. Das war's dann auch schon. Genau. Unsere kleine Infofolge, würde ich fast sogar sagen. Ja, ohne Review, ohne Dose aufmachen. Ich brauche nur immer was zum Spielen. Aber ich finde es wichtig, einfach jetzt mal die Informationen öffentlich zu machen, weil man einfach fast nichts findet dazu. Nee. Ja, ist so. Blöderweise. Ist so. Also, dann schaltet das nächste Mal auch rein. Vielleicht habt ihr schon mal irgendwie was mitgekriegt oder aufgeschnappt, dann haut es bitte in die Kommentare, weil das ist natürlich auch für uns immer richtig geil, wenn man da neue News kriegt, weil wir sind alles Nusslovers. So sieht's aus. Und wir lieben alle die Pouch. Wir sind jetzt dieses Wochenende, an dem die Folge jetzt erscheint. Tatsächlich. Sind wir auf der Intertabak noch, die größte Tabakmesse der Welt, glaube ich sogar. Ich glaube, in Dortmund. Ja. Und da bin ich mal gespannt, ob wir da noch ein paar Infos gerade zu diesem Thema bekommen können. Das also, mega interessant. Es bleibt spannend bei den Nusslovers. Wir sind raus, Nusikowski. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.